Soll ich die Schulden bezahlen oder jemand anderen doppelt geben? Wie wir alle wissen, war früher Mois bei SEC+ unter Vertrag. Der Geschäftsführer von SEC+, Matthias Clemens, hat sich zu Wort gemeldet und behauptet, dass Mois ihm 12.000 Euro schuldet. Wir schauen mal direkt rein. Vielen Tagen hat Mois begangen. Ich glaube, Mois hat 12.000 Euro offen bei uns. Mois hat in Trier seine Krankenhausrechnung nicht bezahlt, die ich ihm geklärt habe. Deswegen hat sie Kripo im Haus. Ich war mal in Mallorca. In Teneriffa, Entschuldigung. Dann hat er, glaube ich, das Gaming-Haus, das wir bezahlt haben, verwüstet zurückgelassen. Dann hat er, glaube ich, ein Haus, was auf mich gemeldet war in Köln, verwüstet zurückgelassen. Und die Mitarbeiter alle scheiße behandelt. Also Mois hat sozusagen auf alles geschissen. Das sind aber alles Infos, die ich von Mitarbeitern habe. Ne? So, die Kripo war hier, aber ich war in Teneriffa. Das heißt, sie haben hier geklingelt, danach sind sie auf Lager. Weil er einfach eine private Krankenhausrechnung bezahlt hat, für die ich gebürgt habe. Und diese 12.000 Euro sind entstanden, dass das Gaming-Haus, solange es gemeldet war, gab es einen Deal, ich nenne keinen Namen mehr. Es gab einen Deal zwischen einem SEC+-Mitarbeiter und Mois, dass solange das Gaming-Haus bezahlt wird, er XY-Postings macht. Hat er dann wohl ein paar Monate gemacht und dann 4 Monate nicht mehr, was 12.000 sind. Daraufhin hat seine Kontaktperson ihn gekündigt. Also ganz ehrlich, Leute. Mois hat sogar mal Fitna zwischen mir und seinem eigenen kleinen Bruder gemacht. Nico, Stil und Abogolo, heißt er so? Ja, wollten mal einen Deal bei SEC+. Den habe ich zugesagt. Den haben die beiden dann nicht bekommen von einer Kontaktperson bei SEC+, weil Mois seine Postings nicht eingehalten hat. Und Abogolo sowie Nico Stil haben über mich dann schlecht geredet. Und irgendwann wurde aufgeklärt, dass ich damit gar nichts zu tun hatte. Ich habe den Deal freigegeben. Das Einzige, was ich bei SEC+ also mache, bei Deals ist, dass ich noch erfahre davon und ein Veto habe. Wirklich sehr harte Anschuldigungen gegen Mois. Einmal die 12.000 Euro, dass er seine Wohnung in einem schlechten Zustand hinterlassen hat und Mitarbeiter schlecht behandelt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon hält. Glaubt ihr, Mois würde sowas tun? Und lasst ein Abo da, denn Donnerstag kommt ein Video zum Thema Koffein und Muskelaufbau, aktuelle Studien und wie setze ich Koffein am besten ein. Bis dann.